C'est tellement cool sous les cas, ça roule sur le bout. C'est tellement cool sous les cas, ça roule au silo. C'est tellement cool sous les cas, ça roule sur le bout. Oh oh oh. Yeah. Billy Production. Wie zufrieden sind die mit den Kindern? Also ich mit den Kindern habe ich noch die Kinder kennengelernt in der Grundschule hier in Nordenburg. Die Grundschule heißt Drilake. Da ist ich unterrichte auch Afrikanisch Kokkurs. Und da habe ich auch dieses Angebot gemacht, okay, warum überhaupt nicht Afrikanisch Kokkurs, aber gibt es auch mehrere Sachen, was man in Afrika machen kann. Das heißt, Afrikanische Modeschau können wir da anbieten. Und da habe ich auch das mehr Wochen mit Kindern angesprochen. Ja. Wir wissen schon, die Kinder sind erstmal nur im Gericht, muss da erstmal ausprobieren. Habe ich erstmal die Klamotten, also die Sagen, angezeigt. Ja. Die sind begeistert und dann haben sie entschieden, um mitzumachen. Das ist schön, was Sie gemacht haben. Das spielt auch eine sehr große Rolle für die Integration. Wie heißt du bitte? Ich heiße Maya. Maya? Okay, Maya, wie viel Spaß, wie viel Freude war da drin? Hast du dich gefreut, die afrikanische Show zu machen als Model? Also es war ganz witzig, ja. Also sehr viel. Ich war vorher viel aufgeregt und habe gedacht, das geht eigentlich schief, aber es ist nicht schief gegangen. Ich hatte sehr, sehr Spaß. Das war richtig cool. So gut, aber es war richtig toll. Aber als wir da standen, da war es mir ein bisschen langweilig, aber schon war es ganz schön. Billy Production. Oh, yeah, every day. C'est tellement cool sous les cas, ça roule sur le bout. C'est tellement cool sous les cas, ça roule au silo. C'est tellement cool sous les cas, ça roule sur le bout. Oh, 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 yeah. Fait vivre l'Occident, sachant même pas où aller. Tant pis, moi je m'en fous, faudrait bien que j'y arrive, car la guerre a tout détruit dans mon pays. Wie heißt du? Kessedi. Kessedi, du hast heute den Pokal. Welche Platz habt ihr so? Wir sind Nummer 3. Achso, Nummer 3 seid ihr. Und wie zufrieden seid ihr? Habt das Spaß gemacht? Ja. Okay. Sehr. Das ist schön. Weißt du überhaupt, warum man hier Fußball spielt? Ob das nur Fußball spielt oder irgendwas dahinter steckt? Aus Spaß. Achso, aus Spaß. Wie lange schon spielst du schon Fußball? Heute das erste Mal. Heute war das erste Mal? Hat das Spaß gemacht? Ja. Und möchtest du weiterspielen? Vielleicht. Vielleicht? Wieso vielleicht? Hast du keinen Spaß dabei gehabt, oder? Also doch, eigentlich schon, aber man verletzt sich auch und ich mag es nicht so gerne, wenn man sich verletzt. Wir haben hier die Mädchen, die gewonnen haben. Den ersten Platz habt ihr gewonnen. Und wie zufrieden seid ihr? Ganz, ganz groß. Ja, und wie viel war das? Wie viel Tor habt ihr geschossen? 11. 11 Tor habt ihr geschossen? 12. 12 Tor habt ihr geschossen, das ist toll. Wie lange spielst du schon Fußball? 5 Jahre. Seit 5 Jahren spielt ihr Fußball? Und in der gleichen Mannschaft oder hast du... Nein, sondern nicht so lange. Ja, ich alleine. Also in der Mannschaft spielen wir 2 Jahre oder so zusammen. Ein Jahr, ein knappes Jahr. Okay, ich freue mich, dass ihr mal den ersten Platz gewonnen habt. Und wisst ihr überhaupt, warum man hier spielt? Ob das nur Fußball ist oder irgendwas dahinter steckt? Dahinter steckt, dass hier Leute herkommen, egal welche Hautfarbe, wie sie aussehen und so, dass hier alle Leute herkommen können und dass wir in Frieden leben können, alles. Oh, yeah, every day. C'est tellement cool sous les cas, ça roule sur le bout. C'est tellement cool sous les cas, ça roule au silo. C'est tellement cool sous les cas, ça roule sur le bout. Oh, oh, oh. Et pour la 4e fois, Monsieur Ngoui, vous vous retrouvez encore en finale. Félicitations d'abord. Et comment espérez-vous aborder cette partie? Ah oui, je vous remercie déjà par rapport à votre soutien.
Je suis très ravi de vous voir et très content aussi. Et je remercie la communauté de Brem qui m'a tout soutenu, particulièrement Billy Pro. Par rapport à cette finale, je crois que c'est une habitude pour nous et que ce qui est évident, comme je peux déjà le dire, on l'a emporté. Mais comme on ne sait jamais, tout peut arriver. Wir haben es noch nicht gewonnen, aber wir sind wirklich sehr, sehr gut vorbereitet für dieses Turnier. Wir gewinnen heute, auf jeden Fall. C'est pour la quatrième fois d'affilée que les guerriers de Frangouy ont disputé la finale de Limbourg. Dès la première minute de jeu, Jody TC se présente comme le meneur de cette équipe. Après plusieurs tentatives, les Camerounais, la chance va sourire à la 36e minute aux hommes de Kingsley. Il va essuyer un magnifique coup de tête à la 56e minute de Reinhard, le Ballon d'Or 2013 va égaliser pour le Cameroun. Après plusieurs occasions de part et d'autre, la partie s'achèvera sur ce score de 1 but partout. Alors nous allons assister à la phase des tirs au but. Le penalty de Chouba, le Nigeria qui shoot. Aufgehalten, weiterhin 1-1. Partir, Arnaud, shoot. Pour Arnaud, 1 also für Nigeria. Rainer, qui va shooter. Le Nigeria va remporter la Coupe africaine de l'Afrique. Alors le Nigeria calme. On est dans l'instruction. Alors Razak, Razak qui recule en arrière. Razak qui part. On a un soudain. Wir haben eine starke Leistung von Pierre gesehen. Pierre, der Torschütze von, Nigeria war, allein hatte vier Elfmeter festgehalten. Also Pierre, eine Frage, was ist denn dein Geheimnis? Ich habe kein Geheimnis, ich gucke einfach nur auf den Spieler und dann springe ich. Oh, Kingsley, Sie sind der Glückliche. Sie haben am Anfang dieses Spiels schon angedeutet, dass Sie das Spiel gewinnen wird. Gratulation nochmal. Danke. Wir haben gesehen, Mitte dieses Spiels, Sie haben sich voll aufgeregt wegen der Elfmeter. Was war genau da los? Das Problem war, dass die Schiri hat schon vor Elfmeter entschieden. Und da kam das Protest von der kamerunischen Mannschaft. Und irgendwie meine, okay, es ist kein Elfmeter mehr. Dann war ich wirklich sauer. Weil ich wollte vor Fairplay entschieden. Und dann war das so, okay, wenn das kein Elfmeter ist, sollte das eigentlich ein Cut für den Torwart. Und er wollte das nicht hören, weil wir auch dieselbe gekriegt haben. Und wir haben das akzeptiert. Und das wollte ich, aber irgendwie weiß ich, dass ich ein bisschen zu viel aufgeregt war. Wir sehen nochmal hier, wie die Leute sich sehr freuen. Wir haben hier den Mann, der alles organisiert hat, den Mann, der alles zu Glück bringt, den Mann, der gegen Toleranz, der sich seit Jahren engagiert für dieses Turnier. Mann, alors Lobby, wie zufrieden sind Sie? Ich bin so glücklich. Endlich Nigeria hat gewonnen. Beste Finale. Genau. Also Nigeria hat immer fair gespielt und immer verloren. Aber heute, das ist ein wunderbarer Tag. Also ich freue mich total. Sie sind der Kapitän von den Nigerianern. Ja. Wie zufrieden sind Sie? Ja, wir sind zufrieden. Wir haben dieses Turnier vor 5 Jahren gespielt. Und das ist das erste Mal im Finale zu kommen und das zu schaffen. Das ist toll. Écran, nous recevons avec nous ici le capitaine de l'équipe de Brem en la personne de Emma, très déçu qui vient comme ça de perdre la finale, la deuxième finale de l'année. Alors Emma, comment vous gérez ça? Ouais, on va prendre ça comme ça.
c'est pas facile, c'est vrai, surtout quand on est habitué à gagner et puis à faire plaisir aux gens. Mais on va remettre ça à des semaines et puis à des mois et des années à venir. Et puis on va continuer à travailler, essayer de redonner la joie à tous les Brémois, quoi. En fait, ça fait un peu mal pour toute l'équipe parce qu'on a fait une année blanche. On a eu une finale à Dortmund qu'on a perdue et une autre finale qu'on a perdue maintenant. Bon, on va essayer de reconstruire sur nos erreurs. Das ist Pokal gewonnen haben. Nach vier, vier Jahren ohne Erfolg, endlich ist unser Tag gekommen. Wir sind überglücklich. Schön, wir haben schon gesehen, wie die Leute getanzt haben, wie zufrieden Nigeria ist. Und wie geht das weiter? Haben Sie noch weitere Turniere? Dieses Jahr nicht, weil dieses Jahr ist Weltmeisterschaft. Deshalb haben wir keine weiteren Turniere geplant. Aber nächstes Jahr, wir sind wieder fit, machen wir mehrere Turniere. Et est-ce que les gens sont satisfaits? Oui, les gens sont assez satisfaits. Nous avons d'abord été très surpris de trouver au stade une grande variété de mets camerounais. Nous avons l'ondolais, nous avons les brochettes, nous avons les beignets haricots, nous avons les bobolos et bref, les fruits de plantain et plein de choses. Et nous sommes vraiment contents d'être venus ici et de pouvoir nous présenter une première sortie officielle. Ok, c'est comment ça, Nova? Nova, je suis le ministère, mais comme je suis abattu migrant, je vais projeter, je vais finir tout de suite et logis. C'est tellement cool sous le quand ça roule aussi l'eau. C'est tellement cool sous le quand ça roule sur le haut. Présent dans l'équipe, vous donnez tout pour que cette équipe fonctionne. Vous allez au point de vous surmener. Vous êtes aujourd'hui à Oldenburg, vous avez fait le chemin. Alors comment est-ce que vous jugez la prestation de vos petits frères ce soir? Merci de m'avoir passé la parole, Billy. Et je profiterai aussi de cette occasion avant de répondre à ta question, de te remercier pour tout ce que tu fais pour l'équipe de Brême et pour la ville, la communauté de Brême. Merci. Nous sommes connus. Alors revenons dans le match proprement dit. Je pense que le meilleur, ils ont donné le meilleur d'eux. Et nous devions, nous, Africains et Camerounais principalement, accepter le pouvoir et la défaite. Aujourd'hui, nous n'avions pas été à la hauteur. Il y a beaucoup de paramètres qu'il fallait donc regarder. Ce qui n'a pas peut-être été fait, d'accord, l'année passée ici, c'était la joie, tout le monde était content. Aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Donc, acceptons cette défaite, rentrons à la maison avec les gars sans les stresser et continuons à travailler. Nous sommes dans un pays de travail. Travaillons et puis on reviendra l'année prochaine. My beautiful baby, have you seen my tomato baby? Oh, yeah, baby, softly they cool me temper.